Gold zusammen und Hallöchen, ich bin wieder da. Ich habe mich ein bisschen länger jetzt nicht gemeldet, aber ja, das lag daran, weil einfach sehr, sehr viel los war und ich dachte mir, ich muss auf jeden Fall mal wieder ein Video raushauen und ich könnte jetzt natürlich einfach wieder stumpf irgendwelche Decklisten runterballern, aber nein, ich habe mir gedacht, ich mache mal was Neues und informiere euch quasi und ich nenne das Ganze den News-Slash. Geil, oder? Versteht ihr? Wegen News, Flash und Slash. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, gut. Auf jeden Fall, Witze werden immer besser, wenn man sie erklärt. Was anderes wird aber definitiv besser, wenn man es erklärt. Nämlich das, was so abgegangen ist. Also es war super viel los. Es war die Spiele in Essen, wo ich auch eingeladen war. Vielen Dank da nochmal an den guten Lizardhan, der Community Manager von Ravensburger, der da was ganz, ganz Feines organisiert hat im White Rabbit in Essen. Da haben aber alle anderen auch schon ziemlich viel drüber berichtet. Ihr könnt da gerne reingucken bei den Kollegen. This is Beat. Tipp. Steht auf seinem Namen drauf. Tipp. Und natürlich Lokana Tactics. Ich war da mit dem guten Christian Gürnt. Und ja, es war sehr, sehr viel los. Und ich kann so viel sagen, es kommen zukünftig noch ein paar Projekte, in die ich eventuell auch involviert bin. Mehr darf ich aber dazu noch nicht sagen. Aber dennoch ist richtig viel passiert in der Lokana-Welt. Und ich dachte mir, ich bringe euch da einfach mal so ein bisschen auf den neuesten Stand. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los, was denn da so alles passiert ist. Ladies first, würde ich sagen. Denn wir haben ein sehr, sehr interessantes Turnier. Wir haben den ersten Lokana Women's Cup an die Kollegen und Freunde aus Österreich. Dort findet nämlich ein Lokana-Turnier statt, was nur für Mädels ist. Ja, sehr, sehr interessant und zwar im Rare Hunters Shop. Ich werde euch das Ganze natürlich auch verlinken in den Shownotes, da könnt ihr gerne reingucken. Also wenn ihr aus Österreich seid, dann nehmt da gerne teil. Das Ganze ist auch auf Melee zu finden, hier sehen wir das übrigens. Und das Ganze, wie gesagt, im Rare Hunters Shop. 24 Teilnehmer maximal, 12 sind bereits angemeldet, 12 Ladies, die sich dort anmelden können. Und ich finde das eine super geile Idee, einfach mal auch ein Turnier für die Damenwelt zu machen. Denn man muss ja sagen, der Frauenanteil in Lokana im Vergleich zu anderen TCGs sehr, sehr hoch. Und das ist was, worauf man durchaus stolz sein kann, denke ich. Und das Ganze noch ein bisschen zu fördern, finde ich super geil. Deswegen dachte ich mir, ist das hier eine Erwähnung wert? Am 26.10. 13 Uhr. Also von mir aus gesehen, die südlichen Kolleginnen, die dürfen da gerne teilnehmen. Und ich fand das definitiv erwähnenswert, das hier mal rauszuhauen hier für euch. Aber das ist nicht das einzige Turnier, was stattfinden wird, denn was auch sehr interessant ist, in Krefeld, in Nordrhein-Westfalen, im Spielzeit, findet eine Setmeisterschaft statt. Und das ist ja erstmal jetzt nichts Besonderes. Setmeisterschaft, denkt man sich, okay, Setmeisterschaft, ja, alles klar, ist jetzt erstmal nichts Tolles, gibt's überall. Sehr interessant wird aber, wenn man sich diesen Namen mir anguckt. Take TV. Ich selber komme aus dem E-Sport. Daher ist mir das auf jeden Fall ein Name. Leute, die aus der Gaming-Szene kommen, die könnten oder sollten das zumindest auch kennen, für alle, die eher im TCG beheimatet sind, ist das sehr interessant, dass TakeTV jetzt anfängt, Lokana mit zu unterstützen. Denn TakeTV, wenn man da mal auf die Seite geht und sich das Ganze anguckt hier, die Seite, dann sieht man das Projekt. Denn TakeTV ist eine Produktionsfirma für E-Sport und Gaming, die sich eben speziell auf kompetitives Gaming auch spezialisiert hat. Es gibt Clans darunter, es wird unter anderem auch die XP-Bar betrieben im Saturn Xperion. Kennen vielleicht einige von euch, unter anderem gibt es den auch in Köln, wo auch eine Lokana-Liga seit neuestem stattfindet. Und verschiedene Projekte halt. Das Ganze ist ein interessantes Ding, weil die jetzt eben auch anfangen mit Lokana und das erste TCG ist, was denn auch dann hier für diese Firma anscheinend interessant wird. Es ist natürlich erstmal nur ein kleines Turnier, aber die nach den Playing Ducks natürlich, ne? Ich habe ja selber das E-Sport-Team da auch gegründet. Jetzt die ersten auch richtig großen Firmen. Hier, wir sehen schon, wer da alles hier mit Klienten ist. Unter anderem auch Eintracht Spandau, Elgato und so weiter. Die ESL, die Electronic Sports League, auch da mit verbunden. Und sehr interessant, dass da jetzt auch angefangen wird, in Lokana-Turniere reinzugehen. Und da sollte auf jeden Fall ein Auge drauf behalten werden, denke ich. Denn das ist ein interessantes Ding, wenn da jetzt die Firmen, die großen Produktionsfirmen, auch Interesse bekommen an Lokana, ist eigentlich ein gutes Zeichen für uns, dass das Ganze noch größer wird. Und das war für mich definitiv wert, hier mal für euch zu erwähnen, dass da das erste Turnier eben von TakeTV mit supported wird, beziehungsweise mit veranstaltet wird. So,
Weiteres Ding ist die zweite Sammelkarten-Convention, die findet statt am Sonntag, den 13. Also, wenn das Video rauskommt, dieses Wochenende. Und da gibt es ein fettes Enchanted-Turnier. Das ist auch definitiv interessant, kann man mitspielen, kostet 25 Euro das Ganze. Und es gibt Preise von insgesamt über 2000 Euro dort zu gewinnen auf der Sammelkarten-Convention Nummer 2. Und ihr seht es hier eben, ein dickes Lokana-Turnier. Das findet statt in Schmallenberg, das Ganze. 57392. Also, wenn ihr da aus der Nähe kommt, dann guckt euch das definitiv mal an. Lohnt sich da mitzuspielen? Ein dickes Enchanted-Turnier, dachte ich mir, könnte auch interessant sein, das Ganze für euch zu erwähnen. Und das haue ich gerne auch mal eben in die Shownotes mit rein. So, dann ein großes Turnier. Haben wir, was veranstaltet wird von den Kollegen hier. Von unter anderem Battlebear von AOG und auch vom Tintenvorrat. Schöne Grüße an die Jungs. Also mega geiles Projekt übrigens. Der Tintenvorrat, auch der Podcast ist sehr, sehr schön. Wer es noch nicht kennt, definitiv mal reinhauen. Denn die Noldor-Meisterschaft findet dort statt. Am 2. November, Constructed Turnier 2 Games in Hamburg ist das Ganze. Beginn eben ab 10 Uhr, Einlass ab 9 Uhr, 30 Euro Startgebühr. Über 100 Spieler können dort teilnehmen und alle Einnahmen werden als Preise wieder ausgeschüttet. Also auch ein sehr interessantes Konzept. Und wenn ihr da aus dem Norden kommt, in der Nähe von Hamburg, solltet ihr da vielleicht ein Auge drauf werfen. Platz für über 100 Spieler ist am Start. Und auch ein interessantes Ding. Und ich dachte mir, das wäre so ein bisschen News-Erwähnung wert, weil viele berichten leider nicht über Turniere. Und gerade die Turniere sind ja das, was das Game am Leben hält und wo ihr gerne hinfahren könnt, Preise abräumen könnt und die verschiedenen Projekte dazu beleuchten, dachte ich mir, der wäre es auch mal interessant, ein bisschen ein Video drüber zu machen. Deswegen hier das Ganze erwähnt. Aber nicht nur von Turnierveranstaltern gibt es News, sondern auch von Ravensburger selber. Dieses wunderbare Ding wurde rausgehauen hier, beziehungsweise veröffentlicht diese Woche. Und auf der Spiel in Essen konnte man es sogar schon in die Hand nehmen und teilweise sogar schon kaufen. Und ich muss sagen, es fühlt sich geil an. Es fühlt sich qualitativ richtig, richtig gut an, das Ding. Ich hatte die Deckbox in der Hand, ich hatte den Ordner in der Hand. Ich werde es mir definitiv noch zulegen. Die sehen auch sehr, sehr schön aus. Also wenn man die wirklich in der Hand hat, sehen sie sogar noch geiler aus, als hier man das auf den Bildern sehen kann. Wir haben hier eben diesen großen Ordner, den wir jetzt uns zulegen können und die Deckbox. Und das Geile an der Deckbox ist, wenn wir uns das hier mal angucken, die kann man aufklappen und hier ist ein Lore-Counter drin. Der kommt noch mit dazu. Also sehr, sehr interessantes Ding, sehr schönes Ding. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr das irgendwo in einem Laden seht und ihr müsst die Haptik fühlen. Weil es ist wirklich so, wenn ihr das Ding in die Hand nehmt, ihr fühlt sofort einmal hochgehoben, einmal drüber gestrichen, so wie sich das anfühlt. Das fühlt sich einfach richtig qualitativ hochwertig an. Ich finde die Farbe auch geil, dieses leicht lila, nicht zu fancy, sondern so dieses leicht verträumte, was eben wunderbar zu Lokana passt. Mir gefällt das Design sehr, sehr gut und ist eine Empfehlung von mir, wenn ihr das irgendwo seht. Von Ultra Pro sind die Dinger übrigens produziert. Guckt euch das mal an, lohnt sich für Sammler definitiv da ein Argo drauf zu haben, ja, so viel sei erwähnt. Aber nicht nur gab es hier wunderbare Dinge, die rausgekommen sind und wunderbare Turniere, nein, wir nähern uns immer mehr dem Set Nummer 6 und da gab es auch jetzt in den letzten Tagen wieder einige Spoiler und ich habe euch mal die Spoiler zusammengefasst, die jetzt seit Oktober draußen sind. Also für alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, was Set 6 angeht, die können jetzt woanders hingucken, aber das Video weiterlaufen lassen, weil es ist besser für meine Klickzahlen. Und alle, die Bock haben auf neue Karten, die können sich jetzt mit mir ein paar Karten aus Set 6 mal gemeinsam ansehen. Und wir starten dort mit dem Feenschiff, was hier am Start ist. Ein One-Drop-Ort-Schiff ist im Prinzip fast ein Vanilla-Ort, kann man sagen. Denn er hat keine besondere Fähigkeit, die da halt rausgehauen wird, sondern er geht halt Questen jede Runde für eins. Ist ein One-Drop, ist inkable. Artwork ist geil, müssen wir nicht drüber reden. Das sieht echt cool aus. Ob die wirklich spielfähig wird, weiß ich nicht, denn es fehlt im Prinzip die Fähigkeit. Es ist nicht schlecht. Mit 4 Hitpoints ist es auch eine Karte, die du nicht unbedingt in Turn 1 direkt weghaust, ne? Ist ein One-Drop, den man spielen kann, einfach weil er automatisch jede Runde questet, ne? Und dem Gegner dann irgendwann auf die Nerven geht und er gezwungen ist, den Ort auch mal anzugreifen. Also, um von Anfang an Druck auf den Gegner auszuüben. Dafür ist es nicht schlecht. Dennoch denke ich, dass es nicht unbedingt die Standardkarte wird. Ist spielbar, das schon. Dennoch, glaube ich, wird das kein Must-Have sein, glaube ich, in den zukünftigen Amethyst-Decks.
Wir haben eine weitere Karte, die gute Nase weiß. Ich finde dieses Artwork auch übrigens sehr, sehr schön. Wir sind ein bisschen weg von dem Knallbunten eigentlich. Mehr so dem Verträumten, Verspielten jetzt wieder mit dem neuen Set. Was ich auch sehr, sehr schön finde. Wir haben die Nase weiß. Also, Flutgestalt, Verbündeter Königin und Fee. Das sind die Keywords, die Tagwords hier auf der Karte. 5-6er Buddy, was super stark ist. Für 7 Ink ist es doch relativ teuer. Man kann sie aber shiften für 5. Sie hat Wendig. Schon mal sehr gut. Kann also nur von anderen wendigen Charakteren angreifen. Und jedes Mal, wenn der Charakter erkundet, erhalten deine anderen Feen in diesem Zug plus 1. Also schon eine sehr spezielle Karte. Feendecks haben wir jetzt noch nicht so in der Meta gesehen. Wäre eine Karte, die in ein Feendeck mit reinkommt. Wieder eine für einen sehr speziellen Fall. Wird sie Meta? Ich glaube nicht. Schreib mir deine Meinung oder deine Ideen hier auch gerne in die Kommentare rein. Denn an sich ist die Karte nicht schlecht. Ne? Geht für 2 Questen, kann man shiften. Starker Body, ist evasive, alles gut. Aber dieser eine Zusatzfaktor, der den anderen Feen halt dieses plus 1 gibt, das ist wieder sehr speziell und dann nur für sehr spezielle Decks wahrscheinlich geeignet. So, die gute Trixie, aka Dead Gadget Hackwrench. Ja, ich hab's schon mal erwähnt, der Grund, warum ich sehr früh darauf geprägt worden bin, dass Overalls bei Damen attraktiv sein können. April O'Neil war der andere Grund und Trixie war der erste Grund dafür. Eine Vanilla Card, 2-3, kommt für 2, ist ein Inventor. Das könnte definitiv interessant werden. Ne? Also gerade, wir sehen jetzt momentan viele Karten, die auch Inventor-Karten pushen und verbessern. Ja, 2-3er Buddy auf 2 ist in Ordnung. Kann man definitiv spielen. Vanilla-Karte geht nur für 1 Questen. Wenn man jetzt eine Zusatzkarte hat, alle Inventors bekommen plus 1 irgendwas zum Beispiel, dann wird das Ding richtig interessant, glaube ich. Gerade für 2 ist das nicht teuer. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist da. Und ich glaube, das ist eine Karte, die man eben in Kombination dann mit was anderem zusammen doch schon eher sehen könnte. Ja? Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Die nächste ist der gute Chip, der kommt, wenn du diesen Charakter ausspielst, erhalten deine Charaktere, erhalt ein Charakter deiner Wahl in diesem Zug plus 1 Lore. Ja, okay. Artwork so typisch Indiana Jones mäßig irgendwie so ein bisschen, ne? Wenn wir uns das angucken, plus 1 Lore, okay. Kann man machen, für Agro-Decks wahrscheinlich eher interessant, selber ein 3-3er Buddy, geht aber selber nur für 1. Also dieses plus 1 Lore ist natürlich für den einen Turn nicht schlecht, aber dann war es das halt auch, ne? Du hast den Effekt für einen Turn und dann kommt nicht mehr viel. Könnte interessant werden in einem Agro-Bounce-Deck. Haben wir ja momentan auch gesehen, das Hyper-Agro-Deck mit Lila und Orange dann, also mit Bernstein. Wenn man ihn dann immer wieder bounced, ne? Jedes Mal, wenn er ausgespielt wird, ist das ja, wenn du einen Charakter ausspielst, dann könnte er interessant werden. Mit einem Bounce-Package in einem Agro-Deck plus Lore geben, mit Bouncen und so weiter. Das könnte interessant werden. Ansonsten sehe ich den nicht so sehr. Wir haben aber seinen Kollegen hier, der nach dem Sei greift, nämlich Dale, aka Chap. So, und der geht schon für 2 Questen. 3-4er Buddy, was für eine 3er Charakter. Der auch noch inkable ist, sehr, sehr stark ist. Aber der Charakter kommt erschöpft ins Spiel. Also ist direkt schon erschöpft, außer du hast einen Charakter namens Chip im Spiel. Jetzt ist wieder so die Sache. Die kosten halt beide 3 und eigentlich musst du sie beide im selben Turn irgendwie spielen können, um die Effekte auszulegen. Das heißt, brauchst schon 6, ne? So, und dann ist wieder so das Ding, boah, wird das spielbar, ja oder nein? Bin ich gespannt drauf, was da für Kombinationen möglich sind. Wenn ihr schon Ideen habt, haut die gerne in die Kommentare rein. Bin ich gespannt drauf. Aber jetzt kommen wir zu was Weiterem, nämlich jetzt geht's hier in meine Gefilde. Wir gehen in Richtung Grün, Richtung Smaragd. Und da haben wir die neue Jasmin mit am Start. Und zwar ist die auch wieder so eine Karte, die sehr interessant ist. Denn wir haben jetzt vermehrt Karten, die mehrere Effekte haben. Ich glaube, die erste, bei der das richtig aufgefallen ist, war jetzt die Anna aus dem aktuellen Set. Und ihr könnt euch einen Effekt aussuchen, wenn ihr die spielt. Nämlich, wenn ihr die auswählt, entweder einen gegnerischen, bereits beschädigten Charakter exerten. Okay, kann man natürlich machen, um den dann anzugreifen. Oder ein gegnerischer Charakter bekommt Reckless. Also muss im nächsten Zug angreifen und kann nicht mehr questen gehen. Die selber kommt für 3. Ist interessant gegen auch sowas wie ein Diabolo zu einem zum Beispiel, ne? Das ist halt super interessant. Gegen Diabolo, ihr zwingt den Gegner mit Diabolo anzugreifen, in den Kampf zu gehen. Und das will er natürlich eigentlich nicht. Er will den Evasive da liegen haben, besten gehen, vielleicht was singen oder so, damit er ziehen kann. Und damit zwingt ihr den Gegner anzugreifen. Im Idealfall habt ihr dann noch so eine Karte liegen, die
für euch einen Effekt auslöst, wenn sie angegriffen wird. Sowas wie Meervolk oder Flynn Rider oder sowas. Ne? Das ist dann natürlich ganz nice. Also Reckless, immer eine sehr interessante Mechanik. Und Diasmin, die könnte was werden. Die sehe ich. Die sehe ich, dass man die durchaus spielen kann. Aber wir haben nicht nur die kleine Kollegin hier, denn wir gehen jetzt hier auf den Shift, nämlich auf die große. Und die finde ich sehr interessant. Ja, 6er Karte, Inkable, 5-5, stark also, Floodborn, Heldin und Prinzessin, geht für 2 Questen, alles gute Werte, kann geschiftet werden auf 5, also ein Turn vorher kann man sie dann spielen und dementsprechend, viele vergessen ja auch immer, wenn man sie dann shiftet, dass man sie auch direkt in dem Turn nutzen kann im Idealfall. Ne? Vergessen ja auch viele, weil, okay, sie kostet 6, du spielst sie dann für 6, kannst sie aber ja erst in Turn 7 nutzen, ja. Jetzt sagen einige, ja, okay, shiften nur eine Runde vorher. Ja, du zahlst halt einen Ink weniger, kannst sie aber auch sofort nutzen. Das ist der große Vorteil. Und vor allem die Fähigkeit, die tritt hier bei ihr nur ein, ist übrigens eine Legend, eine der wenigen Legends, die wir bis jetzt gesehen haben. Die Fähigkeit tritt hier nur ein, wenn du sie shiftest. Und zwar, falls du Gestaltwandel benutzt hast, um diesen Charakter auszuspielen, schicke alle anderen erschöpften Charaktere auf die zugehörigen Hände zurück. Interessantes Ding. Beachten alle Charaktere, auch die eigenen, ja, die du auch wieder zurück auf die Hand schickst. Könnte durchaus interessant werden in einem Bounce-Deck, finde ich, mit lila-grün. Da willst du ja bouncen, du schickst alle gegnerischen Charaktere zurück und vor allem in Kombination mit sowas wie Elsa. Ja, sowohl die Fünfer als auch die große Elsa, die halt gegnerische Charaktere erschöpfen kann. Dann die shiften, alles zurückbouncen. Du entscheidest selber, was du zurückbounst. Gehst vielleicht vorher nochmal mit einer Ziege questen oder so. Bounce die wieder zurück, kriegst dafür noch ein Lore. Oder mit dem Hasen gehst du questen, bounce den zurück, ziehst nochmal eine Karte dafür. Kannst den danach vielleicht nochmal wieder ausspielen, je nachdem, wie viel Ink du hast. Also die sehe ich definitiv in einem grün-lila Deck. Ich nenne es ja gerne das Thinkpäckchen-Deck, weil das die Farben meines Thinkpäckchen-Podcasts sind. Übrigens, wenn ihr da noch mehr dummes Gelaber von mir haben wollt, hört mal rein. Thinkpäckchen.de. Könnt ihr gerne reingucken, ist auch in den Shownotes markiert. Aber vor allem solltet ihr bedenken, wenn ihr wirklich mehr Gelaber von mir haben wollt, Ärzte aufsuchen ist in Deutschland immer noch möglich. So, ja, das ist eine definitiv interessante Karte. Die sehe ich in einem Bounce-Package. Und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich, die heute rauskam. Jetzt stand Zeitpunkt der Aufnahme, die kam heute raus. Die finde ich ja heftig. Das Rescue Rangers Submarine, das U-Boot der Rettungstruppe quasi. 2 Inkable und at the start of your turn you have a character here, you may put top card of your deck into your Inkwell face down and exerted. Finde ich krass. Also wenn ihr am Anfang eures Zuges einen Character an diesem Ort habt, dürft ihr eure Top-Deck-Karte direkt in den Inkwell reinpacken. Noch mehr Ramp für Blau. Finde ich heftig, die Karte. Die finde ich richtig heftig. Vor allem die kommt in Turn 2, hat 8 Hitpoints. 8! Das ist krass, die kriegst du erstmal so schnell nicht weg auf Turn 2. Die liegt erstmal und da hast du auf jeden Fall Ramp mit am Start. Blau Ramp noch schneller und noch mehr. Heftige Karte, finde ich. Also da waren auch schon die ersten, als die rauskamen, wo die sagten, puh, okay. Blau wird momentan richtig gepusht, aber es fehlen noch viele Karten, liebe Leute. Es fehlen noch richtig viele Karten. Wir haben gerade mal den Anfang gesehen hier von Set 6 und da wird es definitiv noch interessant, was da noch kommt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine News-Slash hier gefallen und ich möchte euch nochmal dran erinnern, am 1. November veranstalten auch wir von den Playing Ducks unser Home Masters, gesponsert von Iyama. Ihr könnt einen wunderbaren Gaming-Monitor dort gewinnen. Ja, also, fettes Ding, Teilnahme ist kostenlos, ist ein reines Online-Turnier, nur über Webcam findet das Ganze statt. Guckt gerne rein, das Home Masters von den Playing Ducks. Alle Infos dazu kriegt ihr auch bei uns auf dem Discord-Server, der auch in den Shownotes drin ist. Generell lohnt sich da mal reinzugucken. Und, ja, ich habe für diese Woche noch einiges vor. Also ich war eine Woche lang faul, aber diese Woche kommen ein paar Videos raus, so viel kann ich versprechen. Und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zugucken. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen kleine News vermitteln. Ich habe mich vor allem auf Sachen konzentriert, die nicht unbedingt auf den anderen Kanälen laufen, sowas wie die einzelnen Turniere und Co. Und hoffe, da war was für euch dabei. Und wünsche euch viel Glück jetzt am kommenden Wochenende oder die nächsten Wochenenden bei den Setmeisterschaften, auf dass ihr euch die Karte oder vielleicht sogar die Matte sichern könnt. Und möge das Top-Deck mit euch sein. Oder rein. Macht's gut. Ich wollte gerade sagen, macht's gut und ciao. Aber das ist der Catchphrase von jemand anderem, ne? Ich sag, bleibt gesund. Wir sehen uns.